Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Nächste Folge Port Royal 4. Für euch müsste, glaube ich, Samstag heute sein, ne? Und wir starten durch in die nächste Folge. So, ich bin ehrlich, ich habe diese eine Mission hier mit Ole Linden. Habe ich schon mal ohne, also ohne euch. Ich habe schon mal geguckt, wo der ist, weil das ist halt immer bescheiden. Und man findet ihn sehr selten und sehr schwierig. Besonders bei so Städten wie Turk Island oder so, wo der überall sein kann. Aber er ist hier oder hier irgendwo, hier in diesem kurzen Bereich oder kleinen Bereich, ist Ole Linden. Hoffe ich? Ja, da ist er. Da ist er. Dein Konvoi findet Ole Linden wohlbehalten an der Küste, doch sein Schiff ist nicht mehr fahrtüchtig. Könnt ihr mir helfen, mein Schiff wieder flott zu machen? Ich werde dann nach Andros zurückkehren und euch das Schiff überlassen, denn der alte Kahn hat mir schon genug Ärger bereitet. Ein paar Matrosen aus deiner Crew helfen bei der notdürftigen Reparatur des Schiffes. Dann macht sich Ole Linden auf den Weg nach Hause. Und wir bekommen ein neues Schiff. Man weiß nicht welches, aber wir kriegen eins. So, dann sollen wir hier in Turk Island noch 13 Kakao übergeben. So, die Nordstern ist noch auf dem Weg. Die soll sich ja mit der Nixe vereinigen. Nächstes Ziel ist... Oh, guck mal. Puerto Padre, na, das passt doch. Dann könnt ihr euch da treffen. Das hätten wir hier gar nicht aktiv machen müssen, weil unsere Handelsroute gleich hier ist. So, dann haben wir das aber auch erledigt. Wir haben 102.000. So, warte mal, jetzt müssen wir kurz gucken. Das sieht erstmal gut aus. Sind denn die allgemeine Wohnsituation? Parkanlagen und Märkte wirken sich positiv auf die Wohngebiete aus. Dann gucken wir doch mal. Gib mal, hier können wir noch ein bisschen für Zufriedenheit sorgen. Und auch Märkte können wir bauen. Und ich würde eigentlich gerne noch ein Haus später bauen, aber das machen wir erst, wenn wir wieder Geld haben. Ich hoffe, das reicht gerade noch so. Ja, wunderbar. Jo. Und dementsprechend hat die Nixe jetzt 700. Wunderbar. Dann können wir diese beiden... Alter, die tapfere Barke ist auch schon wieder randvoll mit Waren. Wahnsinn. Wir kriegen ja gleich ein neues Schiff. Ist das schon angekommen? Man kann sich's anzeigen lassen. Da, freie Schiffe. Gibt's in Andros. Ein Marker. Noch eine Barke. Okay. So, die ist auf dem Weg nach Cat Island. Na, das passt doch. Dann treffen wir uns mal da. Ja, sollte zeitlich hoffentlich passen. So, und wir gucken nach weiteren Missionen. Wir brauchen Ruhm. Ruhm. Und noch mehr Ruhm. Ich würde gerne auf den ersten Kapitän gehen. Damit wir bald mal unseren ersten Kriegskonvoi haben. So, ihr vereinigt euch gleich. Müsste jetzt eigentlich passen, ne? Wunderbar, tapfere Barke, jetzt auch bei 700. Damit sollten wir erstmal gut aufgestellt sein. So, wir sparen uns noch ein bisschen Geld. Ich hätte gerne noch eine weitere Handelsfleute. Was kostet denn eigentlich die ganz große? Die können wir ja bauen, ne? 44, das ist ja easy. Das ist easy. So, wir haben übrigens noch
kolonial waren. Können wir gleich mal drüben abgeben. Ah, okay, hier gibt es nicht mehr viel, was man dazu bringen kann. Ja, komm, dann geht's nach Nassau. So, ich mache übrigens zeitmäßig jetzt ein bisschen entspannter. Einfach, weil wir Zeit haben, ne? Wir müssen ja nicht immer hier so durchrushen und so. Das Spielerlebnis ist auch viel zu schnell zu Ende. So. Diese gelben Bobse hier zeigen übrigens an, wie groß die Stadt ist. Ja, falls... Also, das habe ich, glaube ich, noch nicht erklärt. So, das sollte easy sein. So, dann holen wir uns noch mal ein bisschen... Ruhmpunkte. Ach so, ja doch. Nee, wollte ich denn hin? Da wollte ich hin. Kommt herein. Hallo. Na gut, 12. Ah ja, es geht voran. Wir kriegen ja gleich nochmal ein paar Ruhmpunkte durch Mosquito. So, ich hab... Oh Gott, ich habe nur 8 Gold. Das ist wenig. Damit kann ich nicht handeln. Minus 722. Plus 25k. Sehr schön. Alter. Okay, da war mal ein bisschen Überproduktion. So, sind denn die Dinger hier eigentlich mal fertig gebaut? Also ich hatte irgendein Wohngebiet fertig, aber auch die beiden Farmen sind durch. Okay. Das heißt, warum ist hier ein... Ach, es fehlen Arbeiter. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Wir fahren ja eh nach Nassau, ne? Da können wir mal Arbeiter holen für Cat Island. Ein paar kriegen wir ja weg. Auf unserer Winland. So, 55k. So... 40, wow, das ist ja traurig. Also das ist ja wirklich traurig. Lohnt gar nicht. Das lohnt nicht. Also ich bin noch überlegen, was ich als nächstes für eine Handelsroute mache, aber ich werde wahrscheinlich hier Richtung Spanien gehen. Jo, da mangelt's. 182, da können wir auch nochmal 100 mitnehmen für Nassau. Nochmal Ruhm und Ehre. Was ist denn das Sternchen hier eigentlich immer? Weiß man nicht. So, gut, wir sind ja auch gerade mal zweieinhalb Monate im Spiel vorangekommen. So, die Dinger sind auch fertig. Sehr gut. Das sollte nochmal Zufriedenheit bringen. Boah, die aber sowieso bei 87 ist. So, guck mal hier. 83 verfügbare Bauplätze gibt es noch. Also ein bisschen Platz haben wir noch, um unsere Stadt hier aufzubauen. Pretty good. So, dann machen wir noch ein bisschen Geld. Nochmal ein paar Arbeiter. Achso, ich habe ja... Na stimmt, ich habe ja die auch noch am Start. 52k. Ja, ich brauche ganz dringend, auch für dieses... Also für unseren Haupt... brauche ich unbedingt mehr Schiffe. Ich sag mal, ab 100.000 überlege ich, was ich mir baue. Davor machen wir erstmal nichts. Ich könnte natürlich die Winland jetzt auch ausbauen. Aber eigentlich reicht auch eine normale Fleute, ne? Also muss ja nicht gleich die Handelsfleute sein. Oh ja, guck mal. So, und aus irgendeinem Grund ist die Musik schon wieder leise. Ich kann euch nicht sagen, was der Fehler daran ist. Oh, guck mal, Puerto Padre. Fleisch, wissen wir, wo wir es finden? Nämlich da hinten in Spanonien, also in wahrscheinlich Mexiko wird es sein. So, die geben wir ohne zu fragen ab. Die Republik heißt... Ja, gut, ein bisschen viel Baumwolle, aber ist okay. So, Sizzle war es unter anderem, ne? Ja. Pass auf, und wir bauen uns mal eine normale Fleute. Und dann machen wir uns einen neuen Bauauftrag. Einen neuen Konvoi.
Alter, 24.000 kostet die nur. So billig. ...26 Tage. Scheiß drauf. Handelsfleuter. Können wir auch schon mal eine neue Route errichten. Und zwar nennen wir sie mal... ...die Mexiko-Route. Ich werde hier hinten handeln. Achso, wow. Ja. Ich sollte die Route natürlich auch bearbeiten. Oh, nicht die? Sondern diese hier. So, es macht am meisten Sinn, es so zu machen. 18 Tage. Ja, es gibt schon genug unterschiedliche Waren. Ich habe kurz überlegt, ob es... Warte mal, Corpus Christi nehmen wir auch noch mit. Ob es tatsächlich Sinn macht. Aber ja, macht es. So, das können wir auch verbessern, oder? Gib mal hier 20,8. 20,7. Oh, guck mal, 20,4. 20 Tage. Ja, wenn man nämlich aus dem flachen Gewässer rausgeht, geht es deutlich schneller. Ja, das muss ich auch noch beachten bei allen. Das habe ich auch noch gar nicht erklärt in dem Spiel. Man muss tatsächlich auch so ein bisschen aufs... Ach ja, scheiße, da ist ja die Stadt schon. Auf die Wassertiefe achten. Das müssen wir gleich nochmal angehen. So, erstmal stellen wir hier alles ein. Übernehmen die und dann gucken wir uns nochmal kurz die anderen an. So, die Holland-Route. Da könnte es eng werden. 14,3. 14,2. 13,9. Gut, Grand Bahamas ist Grand Bahamas. Oh, guck mal hier. 13,2. 13 Tage. 12,7. Noch besser. Ja, wie gesagt, wenn man hier die flachen Gewässer rausnimmt. Geht das manchmal besser. 12,5. 12,2. Wunderbar. ...12,1. Da haben wir schon mal ein bisschen was gespart. Und die Domrep. 13,2. 13,1. Hier können wir auch sparen. So, 12,8 war hier oben irgendwo. Ja gut, das macht keinen Unterschied, weil es einfach viel zu wenig ist. Hier können wir aber Zeit sparen. 12,7. Oh, 12,5, krass. Sehr gut. Das macht keinen Unterschied. Das hier macht wahrscheinlich nochmal Unterschied. Obwohl, hier ist die Küste einfach zu flach. Naja. Und hier sollte es eigentlich auch passen. Ja. Nochmal 0,8 Tage gespart. Sehr schön. So, weiter geht's. 65k. 89. Ja, wie gesagt, ich spare mal ein bisschen Geld an. Und dann werden wir Cat Island noch mal ein bisschen ausbauen. Oh,
Ach so, ja klar. Wow. Das ist ja die Mission, die ich gerade angenommen habe. Dumm von mir. Gibt es ja eigentlich hier hinten auch Aufträge für uns? Nee, ne? Naja, okay. 55. Oh, guck mal an. Wunderbar. Puerto Padre. 116. Ah, shit. Da wurde wieder was eingekauft. Sind die Schiffe... Boah, Alter, die Konvois sind schon wieder voll. Holy shit, Alter. Oh Gott, Alter, die Barke ist schon wieder randvoll. Ja, ich muss... Irgendwann muss ich auf komplette Handelsfleuten gehen. Zählt das eigentlich zu... Hallo, gibt es... Zu Niederlande? Also wir haben auf jeden Fall einen Handelskonvoi mehr. Aber ich glaube, die zählen... Also es sind wirklich nur die von den Holländern und nicht unsere eigenen. Die dürften da nicht reinzählen. Ich bin fast geneigt, noch eine Handelsfleute zu bauen. Aber ich will tatsächlich gern erst Cat Island ausbauen. Boah, Alter, was der Alt am Start hat. 700 von 700. 141k. Ja, also ihr seht, es macht einfach nur Sinn. So, Backwaren waren hier hinten, glaube ich, ne? Und Santo Domingo? Ja. Ja, richtig im Kopf gehabt. Ist auch noch nicht so lange her, die letzte Folge. Nämlich einen Tag. So, 163.000. Komm, wir gehen auf Cat Island. So. Was? Kakao? Kakaoplantage. Dann machen wir hier die voll auf 4 für den totalen Bonus. Und knallen jetzt noch 2 neue Häuser hin. Boah, ich muss das hier unbedingt versetzen. Aber das muss ich erst kaufen und dann kann ich es erst versetzen. Aber die Baumwollplantagen, die müssen unbedingt woanders hin. Oh. So. 55. Für die Mission. Und der nächste Rufpunkt. Was kann ich für euch tun? Ich könnte eine Karacke bauen. Und da würde ich auch auf die große Werft kommen. Ich mache erstmal das mit dem Wohnungsbau. Das mit dem Kapitän habe ich natürlich nicht vergessen. Machen wir später. Weil wir jetzt, glaube ich, noch nicht in der Lage sind, wirklich fette Kriegsschiffe uns zu bauen. So, es fehlt Kaffee. Das kriegen wir auch hin. Ah, hier, Zwischenstopp in Baracoa schon mal machen. Müssen eh nach Andros. So, ich weiß nicht, warum dieser Stern, der Star da ist. Ist ja eigentlich dieses komische Schiff schon fertig? Nö, 9. April. Okay. So, ich habe vergessen, wie viel? 40. Wir haben nur 30. Ah, guck mal, hier hat jeder einfach Kaffee. Das läuft. So, tatsächlich mit der Musik bin ich irgendwie unzufrieden. Also. Ich habe keine Ahnung, warum die Musik so leise ist. So, dann machen wir es nochmal richtig laut. Achso, ja, aber Fleisch am Start. Zack, oh, hier gibt mal Kakao. Kaffee. Ist Kaffee eigentlich auch eine Dingsware? Ja. Wir brauchen noch 55, also kann ich 145 mitnehmen. Dann noch 55 Törtchen und dann sind wir durch. So, wieder 95k am Start, sehr gut.
Ja, also wie gesagt, Geld ist schön euch zu sehen. Selten das Problem in diesem Spiel. Wenn die Handelsrouten erstmal, ne, so wie in dem Fall hier einfach randvoll sind, dann ist das super gut. So, die Goddard darf nach Mexiko. Brauchen wir erstmal ein bisschen Startkapital, damit wir die Sachen einkaufen können. Und dann, wenn die angelaufen ist, machen wir einfach noch mehr Kneter. Ja, ein bisschen teuer am Ende, aber wir kriegen anderes dann versorgt und auch... Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ja, easy. 20 Tage. Das sollte gehen. Also erstmal kurz ein bisschen abwarten. Florida Keys hat auch noch eine Mission. Zucker. Ja, ich weiß, in Port-au-Prince gibt es immer Zucker und in Port-au-Royal auch. Oh, neuer Auftrag. Hereinspaziert. Die Niederlande brauchen eure Hilfe. Okay, wir müssen Kaffee kaufen. Aber von den Spaniern, okay. Das hätten wir sowieso ändern müssen. So, verkaufen wir erstmal 105 Kaffee an Nassau. Kolonialware. Und dann müssen wir uns mal angucken, welche spanische Stadt Kaffee, Zucker produziert. War doch Spanien, ne? Ja. So. Nächste Mission erfüllt. Also, Zucker. Gut, fangen wir an Galveston an. Und... Oh, was ist denn hier los? Okay, hier gibt's Waren for free. Ja, das kann ich mir erklären. So, hast du eigentlich hier gestartet? Jo, alles klar. Hat er. Alter Schwede. Hör mir doch auf. Kranker Scheiß. So, wir könnten auf Baumwolle gehen. Würde hier hinpassen. Problem ist dann nur die Bevölkerung. Müssen wir dann erstmal wieder finden. Beziehungsweise neue Häuser bauen. Ja, wobei Auslastung 73%, ne? Also wir haben deutlich zu wenig Wohngebiete. Da müssen wir auf jeden Fall nachordern. Wenn wir wieder ein bisschen Geld haben. Aber jetzt sollte das Geld... Hier, gib mal 135.000. Scheiße, Alter. Ich brauche noch mehr Schiffe. Boah. Kranker Scheiß. Ja, das hat sich, wie gesagt, bald erledigt. Da
Das sieht sehr gut aus. Warte mal, ich spare mal noch ein bisschen. Soll nicht zu viel auf einmal bauen. So, ja. Wenn wir wieder so 150 oder so haben, dann werden wir noch mal ein paar Wohnhäuser bauen. Aber das erst in der morgigen Folge, würde ich sagen. Ja. Aber es geht ja gut voran. Bestimmt möchtet ihr mir Hilfe anbieten. Bin gespannt, wann der erste Krieg ist. Und vor allem, gegen wen der erste Krieg geht. Das, ja, ist für uns eigentlich erstmal unwichtig, weil wir können auch in Kriegszeiten mit allen Ländern handeln. Oder mit allen, nicht Ländern, ne? Mit allen Nationen. Aber trotzdem, da beginnen dann immer die spannenden Phasen, wenn hier überall Krieg ist. Und wir im beschissensten Fall geplündert werden. Wir haben ein paar Waren an Bord, ne? Oh Gott, die sind alle voll fast. So krank. Gut, meine Lieben, dann habt einen schönen Nachmittag. Und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Was? Schiffe vom Typ Millionär sind derzeit beliebt. Eine Belohnung, mit der von Frankreich ein solches Schiff raubt. Ablehnen. Sind wir nicht in der Lage. Bis morgen. Tschüss.